Willkommen zurück. Willkommen, willkommen. Mein Name ist Sam. Ich würde ganz gerne da hinten hin und den Jinjo holen. Ich denke, das geht über diese unterirdische Kanalisation. Was ich auch gerne noch tun würde, mir die beiden Moves aneignen, die es in dieser Welt gibt. Die haben sie beide schon gesehen. Die Erdbeerhügel, hätte ich beinahe gesagt. Die Maulwurfhügel. Vielleicht geht es genau hier. Wie gut kann der denn zielen? Lass mich einfach hier raus. Ich kann durch die Trümmer gehen, denn ich bin Banjo, der Bär. Wo bin ich denn jetzt? Majaros Steinballstadion. Das wollte ich jetzt gar nicht machen, aber dann mache ich das jetzt. Indem ich mich verwandle. Dazu muss ich verwandelt werden. Dann können wir das Steinballturnier erneut antreten. Eine härtere Stufe. Mehr Kompetenzen sind erfordert. Mehr Kraft im rechten Fuß. Und ein Stein mit weißen Zähnen. Da könnte man fast vermuten, es gäbe keine eigene Verwandlung in dieser neuen Welt. Aber keine Sorge, die gibt es, die gibt es. Da muss ich nicht hin, sondern im Steinball-Kolossal. Hier läuft alles ein bisschen anders. Du gewinnst mit der niedrigsten Punktzahl. Wir befinden uns am Anfang des Viertelfinales. Es gibt auch mehrere Viertelfinale. Wo sind die anderen Viertelfinalis? Die will ich auch sehen. Steinball Kolossal. Heißt das nicht Kolosseum eigentlich? Das ist jetzt nicht mehr die Majaros Liga. Möge der beste Steini gewinnen. Die wenigsten Punkte brauche ich. Dann schließe ich das bei denen rein. Die Musik schon abgeht. Zum Glück schießt er nicht bei mir rein. Ich meine, das war nicht schwer. Bei wem muss ich rein? Bei ihm hier. Und bei wem noch? Bei dem Roten. Bisschen auf die Punkteanzeige achten. Das war schade. Bei ihm hier noch. Auch schon auf die Europameisterschaft. Ja, ich auch. Glaubt ihr, Deutschland gewinnt? Natürlich, natürlich. Natürlich. Das Halbfinale. Das wird jetzt noch schwieriger. Du spielst jetzt gegen die wahren Jungs. Nein, das ist doch erst das Halbfinale. Möge der beste Steini gewinnen. Jetzt gibt es neue Bälle. Die kann man dann bei sich reinschießen. Also im Prinzip sind die Regeln egal. Es gibt sowieso verschiedene Bälle.
ist noch gar nicht so weit und sie sagt, es wäre schon vorbei. Ich glaube, ich bin ganz gut dabei. Aber auf Null komme ich nicht mehr. Ja, das ist ordentlich. Das kann ich besser als bei den anderen die Bälle reinschießen. Da gibt es dann 3 Tore und nicht nur 1. Du hast das Halbfinale gewonnen. Fußball mit mehreren Bällen, das wäre auch witzig. Da gibt es viel mehr Action. Müsste man mal der FIFA vorschlagen. Gleich mal Termin im Gefängnis ausmachen. Nie der Kolosseum-Champion, doch nicht kolossal war. Möge der beste Steine gewinnen. Jetzt gibt es 2 verschiedene Bälle, vielleicht sogar 3. Ich mach's lieber so weiterhin. Ach, das war eine Bombe, ne? Ja, ich bin verwirrt wegen der Bombe. Guckt mal da. Einen habe ich erwischt. Weg damit. Jetzt muss ich ganz nach unten laufen, das ist ganz unpraktisch. Kann es sein, dass der pinke Violette viel zu gut ist? Nein. Netter Versuch, aber du hast nicht den wenigsten Punkt. Ich bin sogar Dritter geworden. Das ist enttäuschend. Ich habe mal ein Spiel gesehen, da hat der Spieler nichts gemacht und hat trotzdem gewonnen. Aber das würde ich ja nicht tun. Ja, wie gleich 2 Bälle bei mir reingehen, das ist doch so eine Scheiße. Das ist nichts mehr mit Entspannung. Ich muss einfach bei den anderen nur reinschießen, glaube ich. Das wird besser sein. Jetzt habe ich mich selber getroffen. Toll. Bei dem Roten muss man da rein tun. Ja, super getroffen. Nicht bei mir rein, ihr Säcke hier. Die sind zu gut für mich. Das ist doch kein Kinderspiel. Ich bleibe jetzt einfach im Tor stehen und warte mal, was passiert. Das Spiel ist zu schwer für mich. Das ist ein echtes Finale. Ich bleibe jetzt einfach hier drin und spiele Torwart. Was hat die Musik jetzt gemacht? Einfach vor meinem Tor stehen bleiben. Ja! Perfekte Strategie. Sollen die sich ruhig gegenseitig? Hab ich alle getroffen. Ich hätte nicht einfach bei dem einen nur reinschießen sollen. Da rein. Ja, also, je weniger man macht, desto besser schneidet man ab. Wie in der Schule. Ich erkläre dich zum neuen Champion im Steinball-Kolosseum. Bekommt man wie eine Trophäe. Natürlich. Ja, herrlich. Jetzt muss ich mich ja wieder verwandeln. Super. Super. Auf die Oberwelt kommt man nicht verwandeln.
aber in eine andere Welt direkt. Das geht natürlich. Ich versuche nur Logikfehler ausfindig zu machen. Die schicke ich dann den Entwicklern, damit die einen Patch rausbringen. Und das fixen. Jetzt werden wir den kleinen Stein hier wohl nie wiedersehen. Denn mit dem habe ich jetzt alles erledigt. Was ich jetzt gerne noch machen würde, erreichen wollen würde. Die erwähnten Dinge von vorhin. Den grünen Shinjo. Den will ich unbedingt. Und die zwei Moves. Die sind nämlich mega geil. Einfach grandios. Die Frage ist nur jetzt kurz. Wieso geht das hier nicht kaputt? Da ist doch irgendwas. Die verwirren mich doch nur. Ich will nochmal kurz auf der anderen Seite gucken. Wo geht's denn eigentlich hier lang? Da war ich noch nie. Und genau hier wollte ich hin. Hier gibt's den grünen Shinjo. Und vielleicht noch etwas, ein wild gewordenes Etwas. Ein Honigteil. Ja genau, da wollte ich hin. Muss ich nur noch da oben drauf kommen. Da ist aber ein heißer Wasserfall dazwischen. Entweder nehme ich dieses Bombei, damit geht's vielleicht. Aber mit den Flügeln der Macht. Die grüne Shinjo-Familie ist vollständig. Ja, herrlich. Dass das schon soweit ist. Nie wieder grüne Shinjos einsammeln. Die mochte ich eh noch nie. Dann würde ich jetzt gerne mich teleportieren. Ich habe ihn doch ganz klar getroffen. Die hat mich doch ganz klar nicht getroffen. Die hat mich doch ganz... Diese schiefen Dinger regen mich auf. Da oben war, glaube ich, direkt das Ersehnte. Der Move. Ich weiß noch nicht genau, wo. Konnte ich nicht schon schlafen. Perfekt. Ich muss auch Z gedrückt halten. Jetzt habe ich keine Wunderflügel mehr. Deswegen muss ich hier aufpassen. Hier wollte ich eh nicht hin. Genau hier wollte ich hin. Perfekt. Glaube ich zumindest. Ja, hier wollte ich hin. Wer schmeißt denn jetzt noch nach mir? Wer ist das? Ich weiß nicht, wer das ist. Aber er macht mich sauer. Hoffentlich reichen die Noten. Kann ich mal gucken, wer das war? Ach, der da unten. Der Typ, seht ihr ihn? Den Spacko. Den kann man nicht endgültig vernichten. Richtig unfair. Reicht locker die Noten. Schrumpfsack. Damit bist du klein und in sicheren Händen. Passt durch Spalten und ritzt in sämtlichen Wänden. Halte Z und dann drücke nach unten. Flüssigkeiten tun so nicht mehr weh. Das hat sich ja perfekt gereimt am Schluss. Das ist dann alles weggetreten. Das war der eine Move, der andere folgt zugleich. Aber ich könnte ja... Das war knapp. Ich könnte mich auch einfach umbringen. Aber ich stehe nicht so auf Suizide. Hier kann ich doch runterrutschen. Ja, das sollte ich vielleicht machen. Wo war denn die heiße Quelle noch? Da oben irgendwo.
Ich mach's mir gerade zu schwer. Hier unten gab's genau. Nach unten. Tada! Geil. Das ist geil. Oh. Wieso komme ich denn da jetzt nicht rein? Es hieß doch eigentlich, da komme ich rein. Es hieß ganz klar, will er mich verarschen. Wieso geht es dann jetzt? Ich habe anscheinend Z losgelassen, nehme ich an. Jetzt geht's ja doch. Hilo. Leo. H2O. Ach, H2O natürlich. Das Wasser ist viel zu heiß für unser Schwimmbecken. Ach so, für Jolly Rogers Lagune. Das heißt, ich muss das hier erstmal abkühlen. Und dann kann es in die Jolly Rogers Lagune fließen. Ja gut, dann bringe ich mich jetzt um, das geht schneller. Mal gucken, was schneller geht. Heilung oder kaputt gehen. Schlaf. Kommt Lava gut an. Möchte kurz noch zu dieser heißen Quelle, wenn ich wüsste, wo sie ist. Die müsste hier oben gewesen sein. Das ist total unfair. Die Unfairheit sprießt. Ich weiß nicht, wo die heiße Quelle ist. Da oben, glaube ich. Wie komme ich denn da hin? Bin mir nicht sicher. Aber ich würde sagen, darum kümmere ich mich dann doch erst später. Wenn ich nämlich weiß, wo ich hin will. Wo bin ich? Wo bin ich? Jedenfalls noch mehr Noten. Da sage ich nicht nein. Und noch weiter runter. Und dann bin ich wieder hier. Das hat sich gelohnt. Dann nehme ich doch einfach nur den Teleporter da drüben. Da muss ich ja nicht sterben. Auf die Eisseite. Eis, Baby. Ja. Den neuen Move, den will ich noch lernen. Ich glaube, das ist der letzte hier. Gucken wir mal nach. Die Statistik. Gesamtübersicht. Wir sind schon ordentlich vorangekommen. Nur noch 40 Noten. Ein Move. Den Move hole ich mir jetzt. Ich glaube, das wird mein Lieblingsmove. Wo war das nur, ist die Frage. Ich glaube, da drin. Meine Erinnerungen sind noch ein bisschen vorhanden. Eiszapfengrotte. Kristalle an. Ich würde ja gerne eine Navi haben, die mir ein paar Infos gibt zu dem Gegner. Wie die Eiszapfen. Da ging es doch irgendwie hoch. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht kommt das noch. Kratz, kratz, kratz. Sehen die grüne Wand. Das muss irgendwo hier sein. Eieiei, diese Eiszapfen regen mich dezent auf. Das gibt's doch nicht an jeder Ecke. An jeder vermaledeiten Ecke.
mich ordentlich umgucken. Schon wieder. Schluss mit lustig. Du auch. Ja, lass uns spielen. Lass spielen. Also ich sehe hier keine Möglichkeit. Ich gehe mal auf die andere Seite. Bin wahrscheinlich blind. Da einfach hochschießen oder was? Wahrscheinlich. Jetzt brauche ich nur mal einen Moment Zeit dafür. Offenbar war das richtig. Aber es war nicht wirklich zu sehen. Das war mehr so ein Gefühl. 8. Noch 2 Stück. Und ich bin tot. Also noch 2 Cheetos. Keine 2 Honigwaben. Dann kann ich mir 2 neue Cheats besorgen. Ich frage mich, was es da noch gibt. Habe schon so viel. Das reicht eigentlich. Hallo? Na, das ist doch mal garantiert ein Böser. War doch klar, dass die keine Lebensenergie mehr absondern. Das ist unfair. Vielleicht noch mal so ein Super-Ei. So viele verbraucht, keins wieder gewonnen. Jetzt ein bisschen entgegengewirkt. Ein Warpfeld, herrlich. Den Weg müssen wir nie wieder gehen. Bisschen, die regen mich ein bisschen auf. Diese Eiszapfen. Auch wenn ich jetzt ein bisschen Lust habe auf dem Eis. Eis und ASMR. Das ist herrlich. Ehrlich, herrlich. Von der anderen Seite waren wir schon mal da, haben das gesehen. Jetzt weiß ich nur nicht. Ach genau, hier ist ein Eiszapfen, den man runterschießen kann. Ich wollte den zwar gar nicht treffen. Mitten in der Luft bleibt er stehen. Mitten in der Luft. Das ist Physik, Leute. Kann man nicht erklären, aber ist halt so. Klingt komisch, ist aber so. Nein, das hat der später lustig gesagt. Der ist tot. Der kann das gar nicht gesagt haben. Noch eins. Und jetzt bloß nicht runterrutschen. 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 Hoffentlich bleiben die Eiszapfen jetzt unten. Jawohl, genau hier wollte ich starten. Wo ist denn jetzt das nächste Warpfeld? Wahrscheinlich am Anfang dieser Welt. Das ist ja nicht mehr so weit. Ich hasse diese komischen Konstruktionen der Römer. Die Römer haben es so konstruktionsmäßig nicht drauf. Da gab es so keine ordentliche Polias, die die ganze Architektur überwachten. Die haben gar nichts. Deswegen wurde das auch mit den Aquädukten nichts. Hier will ich hin. Verschaffen. Ich hab's überlebt, ich bin begeistert. Nochmal mache ich das nicht. Und die Eiszapfen sind nach unten, herrlich. Wie mache ich das am besten?
da rechts wäre die leere Honigwabe gewesen, die wir schon haben. Du Strick 17b. Und da sind wir. Ach, ich glaube, ich befürchte, das ist nur für Kazooie. So ein Mist. Aber immerhin habe ich genug Noten. Oh. Er füllt uns auf, das ist doch schon mal was. Jetzt will ich aber nicht runterfliegen, um den ganzen Weg nochmal zu latschen. Vielleicht kann ich mal kurz hier reingehen und darf dann vielleicht von hier aus starten. Wahrscheinlich nicht. Denn es zählt immer nur der Eintritt in die ganze Welt und nicht der Übergang in eine andere Teilwelt. Ärgerlich. Also jetzt aufpassen. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Blind reinspringen. Ist ja fast wie Mario, einfach drauf losspringen. Dafür gab es also diese Trennplatten. Danke für die Information. Ich versuche noch, ob ich höher komme, aber ich gewinne nicht an Höhe. Das ist kein Warpfeld. Das ist ein Warpfeld. Dann habe ich ja das alles geschafft in einer guten halben Stunde. Und wenn ihr noch nicht eingeschlafen seid, dann wärt ihr jetzt beinahe gestorben. Beziehungsweise ich. Ich würde jetzt noch ganz gerne den Jinjo holen.
und dann erstmal hier Schluss machen. Jetzt reicht das aber. Und mit ein bisschen Glück kann ich von hier aus auch den Notenschlüssel erreichen. Jawohl, perfekt, Tomato. Herrlich, das wäre sonst echt schwer geworden. Sehr schön. Ciao, ciao.